Digitale Verwaltung, wo steht Bern in Digitalfragen? Mit dieser und anderen Fragen werden wir uns heute und hier beschäftigen. Das heißt, wir wollen natürlich auch wissen, welche Digitalstrategie hat die Stadt, der Kanton Bern? Ist es die richtige? Wie erfolgreich lässt sie sich umsetzen? Ich habe heute 5 Gäste hier bei mir im Studio und gerne möchte ich euch sie vorstellen. Ansgar Schanz ist Senior Manager Smart Government bei der AWK. Das sind schon viele große Worte, von denen wir nachher sicher mehr hören. Und ist als Berater in Digitalisierungsvorhaben im Public Sector unterwegs. Neben ihm Martina Egli. Sie ist von einer jungen, agilen Webagentur Zeilenwerk und dort Co-CEO. Und ihr seid einerseits selbst im Public Sector auch unterwegs, andererseits bist du aber auch im Smart City Bern Verein und wirst uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was der macht. Neben mir Jonathan Gimmel, Leiter Digitalstadt Bern und damit zuständig für die digitale Transformation der Stadt Bern. Da wollen wir natürlich hören, wie sie sich transformiert. Und Pascal Sieber, Transformation Consultant und Inhaber von Sieber und Partner. Und schon seit über 20 Jahren in dieser Schnittstelle zwischen Technologie, Verwaltung, Organisation und Strategie unterwegs. Und nicht zuletzt Roberto Capone vom Kanton. Du bist Leiter der Geschäftsstelle Digitale Verwaltung und bist damit auch zuständig für die Umsetzung der Strategie Digitale Verwaltung des Kantons Bern. Genau. Und Roberto, ich würde sagen, dann fangen wir doch gleich mal mit dir an. Unser Thema heute heißt ja, wo steht Bern in Digitalfragen? Ein bisschen umformuliert, was ist für euch im Kanton aktuell ein großes Thema? Was sind die Fragen, die ihr euch stellt? Ja, da könnt ihr wahrscheinlich jetzt die nächsten 2 Stunden füllen, aber nein, es ist natürlich so, dass Digitalisierung eine zentrale Thematik geworden ist oder ist und wir uns eigentlich mit verschiedenen Facetten von der Digitalisierung befassen. Auf der einen Seite haben wir eine Strategie, die wir umsetzen wollen. Da haben wir Schwerpunkte und Fokusthemen definiert, damit wir uns nicht verzetteln. Es gibt gewisse Grundlagen, die wir müssen schaffen. Wir müssen zum Beispiel das Gesetz überhaupt schaffen, damit das Digital First und das Once Only überhaupt passieren kann, dass wir die gesetzliche Grundlage haben. Wir müssen zum Beispiel uns damit beschäftigen, wie wir Daten von A nach B bringen und wer kann welche Daten wie und wann nutzen, wie ist der Zugriff auf die Daten. Es sind ein paar Beispiele, also es sind viele Themen, es ist vielfältig, es geht am Schluss aber um die einfache Lösung, dass wir sagen, wir wollen unsere Dienstleistungen digital an Frau und Mann bringen und zwar, wir wollen Nutzen generieren, Mehrwert schaffen und das sehr einfach und niederschwellig. Und wir haben jetzt gehört, beim Kanton, bei Roberto, ist es sehr viel auch Grundlagenarbeit, damit es überhaupt erst möglich ist. Was sind die Fragen, die sich bei euch in der Stadt Bern im Bereich Digitalstrategie gerade stellen? Ja. Ich glaube, ich werde das ein bisschen unterscheiden. Das eine ist wirklich, was uns im Alltag bewegt. Ich glaube, da haben wir ganz konkrete Bedürfnisse, die wir alle haben, die wir teilen. Die Bevölkerung, die in Bern lebt, aber auch die, die sich jetzt gerade aufhalten, die hier arbeiten. Bern hat 185'000 Arbeitsplätze, 140'000 Einwohner. Das schreit schon danach, dass man alles mitdenkt. Das heisst, im Alltag, wir sind es gewohnt, über die smarte Welt, das Smartphone, alles verfügbar haben, das Leben ein bisschen einfacher zu haben. Und das müssen wir liefern. Es gibt keinen Grund, warum Verwaltung nicht gleich gut serviceorientiert ist, wie alles, was wir kennen aus der Wirtschaft. Und das ist mal eine Ambition. Und das reicht noch nicht. Das Zweite ist ja, was läuft alles hinten dran, was wir gar nicht sehen. Zum Beispiel Entsorgung, Recycling, zum Beispiel Energieversorgung, zum Beispiel Beispiel. Oder? Und hinten dran müssen wir eben dafür sorgen, dass wir dort, was braucht, Sensorik haben, dass wir dort den Kütter leeren, dann, wenn er voll ist, dass die Feuerwehr so an Schadensplatz kommt, dass sie nicht im Stau landet. Also das sind all die Infrastrukturen, die niemand merkt, die aber ein riesiges Potenzial haben, für dass sie eben clever funktionieren, dass wir weniger Geld ausgeben, weniger Zeit und auch Energie dafür haben. Und das Dritte, das ist sicher, dass wir selber in der Lage sind, die Aufgabe zu wandeln. Und weil Menschen gestalten den Wandel, so wie wir als Menschen betroffen haben, arbeiten wir wirklich daran, mit unseren 5'000 Mitarbeitern, die nur die Hälfte der digitalen Arbeitsplätze haben, genau diesen Wandel mitzugehen, als Teil der Bevölkerung, als Teil auch mit einem schönen Migrationshintergrund, einfach zu bleiben, verständlich. Das ist das grosse Ding. Und der heutige Tag ist wie die Antwort auf alles. Wir wollen ja zeigen, was wir machen, und wir wollen ja zeigen, was wir noch nicht können. Es ist nicht so, dass wir
alles im Griff haben, sondern wir haben für vieles gute Absichten, aber wir sehen noch nicht alles gelöst. Das heisst auch da viel Grundlagenarbeit, viel hinter den Szenen, wenn ich das richtig höre. Ansgar, was ist deiner Erfahrung nach? Was sind so die Fragen, die sich auch über Bern hinweg in dem Bereich stellen? Ja, vielleicht als erstes, für mich ist es auch ganz spannend, vielleicht mal zu erzählen, wie ich mir eine moderne Verwaltung vorstelle. Das sind eigentlich drei verschiedene Rollen, die ich mir da irgendwie sehe. Das ist irgendwie hier vor Ort, hier gehe ich einkaufen, hier gehe ich arbeiten, hier habe ich meine Freizeit in der Stadt Bern, ich gehe auch mal gerne in der Aare schwimmen. Und ich sehe eigentlich die Gemeinde hier vor Ort als meine Kundenberaterin. Also hier möchte ich eigentlich 24/7 die Services gebündelt haben. Ich möchte sie unkompliziert und einfach, die Dinge wurden schon kurz erläutert. Und dann gibt es wie noch eine weitere Ebene, die würde ich dem Kanton eigentlich zuschreiben. Da geht es eigentlich darum, dass wir den Wirtschaftsraum gemeinsam koordinieren. Da gibt es Spezifika hier in Bern. Bern ist eben nicht Basel, es ist auch schon gar nicht Zürich, das muss ich nicht erwähnen. Und die müssen berücksichtigt werden. Ich denke, hier ist der Kanton der Koordinator. Und vielleicht noch oben drüber würde man so im Neudeutschen sagen, der Enabler, das könnte oder sollte in dem Fall der Bund sein. Hier geht es darum, dass man auch erfolgreiche Modelle, die woanders gut liefen oder auch gesetzte Rahmenbedingungen, dass man die auch überall ermöglicht. Und das sind eigentlich so die drei Rollen. Also die Gemeinde als meine Kundenberaterin, der Kanton als Koordinator und der Bund als Enabler. Und wenn ich dann jetzt das so sehe, was sind die Herausforderungen, die es da gibt, dann ist es wirklich ganz konkret. Die Stadt Bern hat vorwärts gemacht, eine Portalstrategie, also die wichtige Infrastruktur eigentlich aufzubauen. Und die Herausforderung, die ich jetzt sehe, ist wirklich auch diese verschiedenen Aufgaben aus verschiedenen Kantonen, also vertikal, horizontal, so aufzubauen, dass das ineinander verzahnt und letztlich auch den großen Mehrwert bringt, von dem wir alle Einzelnen immer sprechen. Möchte ich gerne dann nachher noch mal ein bisschen drauf einsteigen, was diese drei Ebenen auch in unserem föderalen System, wie eben diese Zusammenarbeit funktioniert. Ich glaube, da können wir nachher noch gerade drauf anschließen. Aber Pascal, ich möchte auch von dir hören, was siehst du für große Fragen in diesem Bereich der digitalen Verwaltung in der Schweiz? Also ich versuche das aufzunehmen, oder wenn man das will, wahrmachen. Dann haben wir es mit ganz, ganz knallharten Fragen von der Wirtschaftsinformatik zu tun, vom Design von den Systemen im Hintergrund und der Organisation, vom Design von den Daten, wie die sollen gestaltet werden. Ja, und wir leben da nicht in einer Welt, wo man jetzt beim Smartphone schnell etwas kann ändern, wenn es um Daten geht. Daten sind das Gerüst, oder, wo langfristig verheben müssen. Wenn wir an den Datenstrukturen etwas ändern, dann ist das ein Zeitraum von 10, 20 Jahren, wo das muss verheben. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, wir schieben jetzt irgendwelche Bürgerdaten von da nach dort und integrieren sie mit irgendwelchen Systemen, erfassen neue Attribute, nur weil es gerade Spass macht heute. Oder? Das sind langfristige Strategien, die man miteinander vielleicht auch über die drei Ebenen muss koordinieren muss. Das ist eine riesige Herausforderung, oder? Ich meine, wenn ihr fragt, wo brennt es, dann denke ich, es fängt dort an. Es fängt an mit der Frage, mit welchen Informationen gestalten wir welche Services. Also ganz etwas Einfaches, oder? Ein Strafregisterauszug, da hat es Informationen hinten dran, die müssen korrekt sein, wer beherbergt die, wer gibt die wie weiter und so weiter. Und ich denke, dort liegt eine riesige Herausforderung, oder? Und manchmal auch so eine falsch verstandene Zurückhaltung, sobald es um Daten geht, kommt gerade der Datenschutz. Wem gehören die Daten und dürfen die dann weitergegeben werden und so. Ich finde, man sollte dort viel mehr darüber reden, was mit den Daten angestellt wird. Und ein bisschen weniger, wem sie gehören und wo sie dann sind. Das ist Public Domain, oder? Die Daten sollten alle dürfen nutzen im Rahmen des Gesetzes, für das, was Sinn macht. Ja. Und da reden wir ein bisschen zu wenig drüber, oder? Ich weiß nicht, was ich in unserer Verwaltung für Informationen wo, von wem zu wem mündlich hin und her geschoben werden, schriftlich. Es gibt ein Gesetz, aber ich kenne es nicht. Ich weiß nicht auswendig, ob die Steuerbehörden dürfen die Informationen weitergeben an die Polizei oder nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es nicht wirklich. Und dort eine gewisse Transparenz, das wäre ein weiterer Punkt, oder Transparenz schaffen, dass ich das anschauen kann, dass ich sehe, was mit meinen Daten passiert. Das wäre schön.
Und jetzt sage ich, ja, wo brennt es, oder? Ich denke, da haben wir jetzt extrem viel geschaffen in den letzten Jahren, was die Transparenz betrifft, mit der, ja, mit dem Tag und so. Es ist, die Verwaltung in Bern ist zugänglicher geworden in den letzten Jahren. Enorm. Also, seit ich hier wohne, ist das jetzt in den letzten Jahren exponentiell einfacher und klarer geworden. Zugänglich, transparent, man kann reden miteinander. Ist gut. Ja. Vielleicht möchte ich da gerade den Ball aufnehmen und an dich zurückspielen, Jonathan. Wie siehst du das mit der Transparenz? Ist das eins eurer Themen auch? Wie weit seid ihr da? Also wir sind ja im Bereich Daten immer auch im Bereich Vertrauen. Und eine von meinen wichtigsten Slides, die ich brauche, also für zu erläutern, wo wir unterwegs sind, da kommt ganz früh immer, wir handeln in allem, was das öffentliche Wesen betrifft. Im Vertrauen und im Auftrag der Bevölkerung. Und das ist unsere DNA, oder? Und darum gibt es dem gegenüber nur eins, nämlich öffnen der Tore, damit auch die Übersicht und die Kontrolle möglich ist. Und je komplexer das es wird, und Datenmanagement ist komplex, desto mehr muss die Kontrolle stattfinden. Zum Beispiel der Open Government Data, das ist so ein Begriff bei Default. Also alles, was ich in die Finger nehme und nicht geheim ist, weil es eben Amtsgeheimnis ist, müsste eigentlich öffentlich sein, damit auch eine Legislative kann überwachen, was wir machen als Verwaltung. Und das Thema Transparenz, darum gibt es den Tag, oder? Es ist das zweite Mal so. Darum wollen wir vielleicht unser Digitalportfolio sogar veröffentlichen. Es soll alle sehen, an welchen 160 Projekten arbeiten wir. Jeder Bericht, den wir erstellen, soll öffentlich werden. Und die Grundlage von dem, das sage ich wirklich gerne, ist eine Datenstrategie. Es gibt keine Stadt, die eine Datenstrategie hat, die wir jetzt gerade am Erstellen sind. Die eigentlich auch jetzt in Rahmen soll gehören, wo der Kanton Bern sich Gedanken dazu macht. Also wo Klassifizierung drin ist, wo aber das ganze Thema von Datensammlungen, wie sind die verknüpft? Der Pascal hat gesagt, Abrufverfahren, wer kann welche Daten wo beziehen, wo man im Datenschutzreglement von Stadt regeln. Das ist nämlich etwas, was das Gemeinwesen muss regeln muss. Und so weiter, das gehört alles dazu, für letztlich das zurückzugeben Bevölkerung, wo wir sagen können, schaut her, so haben wir uns organisiert. Und jetzt könnt ihr nämlich entscheiden, jede und jeder für sich, wie viel von meinen Daten will ich wiederum der gleichen Stadt zur Verfügung stellen, für die Stadt zu entwickeln. Weil viele, wenn sie bereit, wenn man eine Umfrage macht, am letzten Digitaltag, wären auch bereit, Daten zu teilen, dass wir zum Beispiel unser Transportsystem besser entwickeln können, dass die Bushaltestellen dort sind, wo sie sein sollten. Und Publibike dort, die Haltestelle haben, wo die meisten Leute hergehen. Also Daten teilen für mehr Stadt, für mehr Nachhaltigkeit. Das kann ich dann, wenn ich Grundlagen habe. Aber das ist wirklich seriöse Arbeit. Und der Pascal hat schon noch etwas Angst gehabt. Er hat gesagt, letztlich ist es eine Frage von den Instrumenten. Und ich bin ganz sicher, und das sage ich hier den ganzen Tag, wir müssen eine Harmonisierung von den Kerninstrumenten haben. Da geht es vor allem um Identifikation und Zugangsmanagement zu all diesen Systemen. Wenn wir es da nicht harmonisieren, über alle Ebenen, dann können wir all unsere Postulate im Schmine, die hinten ist, verbrennen. Es ist nämlich nur politischer Rahmen. Oder? Also es braucht jetzt diesen zentralen Schritt und mit heute ist ein weiterer Moment, wo wir das so teilen mit der Öffentlichkeit schweizweit und mit unserer Politik. Wir haben schon gehört, also es hat auch damit zu tun, den Bürger, den Bürgerinnen ins Zentrum zu stellen, dass die vielleicht auch bereit sind, ihre Daten zu teilen, um die Stadt auch smarter zu machen. Ja. Und Martina, ich möchte dich eigentlich fragen, als Mitglied im Verein Smart City Bern, aus Vorstand vom Smart City Bern, euer Claim ist ja ein Netzwerk für digitales Glück. Was hat Glück mit Smart City zu tun? Ja, es ist natürlich so, dass so ein bisschen aus der Digitalisierung heraus, also so in den Nullerjahren, ist es mega fest so gewesen, dass Technologie aufgekommen ist, Digitalisierung aufgekommen ist und dass dann möglichst komplexe Systeme haben eigentlich repräsentiert, dass man sich in einem Thema gut auskennt oder dass man jetzt mega digitalisiert ist. Und jetzt hat man eigentlich wie gemerkt, das ist ein völliger Überschuss an verschiedenen Technologien und jetzt muss man eigentlich wie wieder einen Schritt zurückgehen. Und durch das sind dann also die Human-Centered Design-Methoden aufgekommen, wo wir dann wirklich gemerkt haben, so, hey, wir müssen wir noch mal überlegen, was ist überhaupt das Bedürfnis vom Mensch? Und jetzt gerade in dem Thema von Smart City, was ist das Bedürfnis vom Bürger, der in dieser Stadt wohnt? Und dass man dann eigentlich einfach Digitalisierung als Hilfsmittel nutzt,
um diese Bedürfnisse zu adressieren. Und darum sind auch all diese Datenthemen, die wir jetzt vielleicht heute schon so ein bisschen angesprochen haben, ich glaube mal, das ist gar nicht das, was so für den Bürger im Vordergrund steht. Das ist wie etwas, was wir als Smart City Verein oder auch als Stadt Bern müssen so im Hintergrund regeln. Aber im Vordergrund sollten wir eigentlich mega aktiv auf die Bevölkerung zugehen, schauen, wo drückt der Schuh, was sind die Sachen, wo jetzt wirklich das Leben der Leute vereinfachen und dann so quasi auch die Lebensqualität und das Lebensglück von den Berner und Bernerinnen oder Region Bern ja, zu verbessern. Ja. Vielleicht gerade im Anschluss, das ist ja auch ein bisschen das, aus dem du kommst, dieses Human-Centered Design, wie du gesagt hast, so das Menschenzentrierte. Muss man in der Verwaltung einfach umdenken, wie man seinen Kunden, den Bürger, die Bürgerin bedient? Oder ist es einfach eben Technologien anders einsetzen? Nein, also ich denke, da muss sicher so ein bisschen Mindset-Shift passieren. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel ja mit Zielenwerk auch mit Bundesämtern zusammen. Und dort ist es noch, also ist eine lustige Kombination von zwar recht agilem Vorgehen, aber trotzdem braucht der Projektleiter eine Hermes-Zertifizierung, was nicht unbedingt einem agilen Setup entspricht. Und trotzdem finde ich es wie schon der richtige Schritt in die richtige Richtung. Das heisst, man hat zwar vielleicht so Eckpfeiler von dieser Hermes-Methodik, die vielleicht ein bisschen wasserfallmässig ist. Gleichzeitig gehen wir aber auch so in 2-Wochen-Sprints vor und haben dann quasi innerhalb von diesen Sprints haben wir dort recht viel Spielraum, um die Sachen zu priorisieren, um dann nachher die Software auch umzusetzen und dort auch immer wieder so Testings einbauen, die Leute zu befragen. Genau, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund von diesen agilen Methoden, dass man dort immer wieder neu überlegen kann, was ist das Bedürfnis der Leute oder wie müssen denn diese Sachen oder bei der Umsetzung von einer Software priorisiert werden. Mhm. Genau. Ansgar, ihr arbeitet ja bei der AWK nicht nur mit der Verwaltung, sondern auch mit der Privatwirtschaft. Hast du das Gefühl, dass da die Verwaltung sich schwerer tut mit dem Agilen? Können die das aus der Privatwirtschaft lernen? Oder ist es einfach aus der Sache der Verwaltung herausgegeben, dass es dort eben ein bisschen mehr wasserfallmäßig vor und zugeht? Ja, also ich möchte jetzt hier nicht in so ein Hermes-Bashing eintreten. Wäre der Sache, denke ich, nicht gerecht und fair. Es gibt sicherlich Aspekte, die Verwaltung lernen kann. Wir müssen ja auch ehrlich sein, dass ja, das, was wir uns jetzt hier vornehmen in Bern mit dem Portal, und das wird auch eine große Veränderung bringen. Also das ist nicht nur, dass dem Bürger und der Bürgerin der Nutzen auf dem Portal an einer Stelle zur Verfügung gestellt wird, sondern das bedeutet auch ein Riesenumdenken in der Verwaltung, innen drin, nach innen gerichtet. Und das bedeutet, wir müssen uns wirklich anhand des Service aufstellen, wir müssen versuchen, den zu optimieren, auch vielleicht mit unternehmerischen Werkzeugen dort mal Hand ansetzen und sagen, ja, wie können wir denn wirklich denn messen, ist denn unser Service ein toller Service, finden die Bürger den super? Daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, das ist schon eine große Veränderung für die Verwaltung. So hat man vorher nicht gedacht. Und da müssen wir unbedingt hin, weil ich denke, da liegt ganz viel drin. Und auch, wenn ich das nochmal aufgreifen kann von Pascal mit den Daten und auch Jonathan mit dem Vertrauen. Ich glaube, wir hier in der Stadt Bern haben ja eine tolle Möglichkeit und eine riesen Ausgangslage, weil eben ja, das Vertrauen der Bürger, das liegt doch in der Gemeinde. Also mir geht das zumindest so. Ich finde die Stadt Bern super, da fühle ich mich mega wohl. Und das ist auch, da fühle ich mich am nächsten dran. Kanton, Bund, das ist schon so ein bisschen weiter weg. Ich kann hier in Bern noch das Bundeshaus sehen. Aber ich glaube, das Herz hängt doch an der Gemeinde und der vertraue ich doch am meisten. Und ich glaube, das müssen wir unbedingt nutzen in dieser ganzen Veränderung. Ansgar, du hast das Portal erwähnt. Kannst du uns noch so 1-2 Sätze dazu sagen, vielleicht für unsere Zuschauer, die vielleicht nicht wissen, von welchem Portal du da redest? Genau, also ich denke, die Stadt Bern hat sich auf die Fahne geschrieben, dass wir einen Bern-Service kreieren. Und eine ganz wichtige Infrastruktur ist, dass wir ein Portal haben. Das heißt, dort kann ich als Bürgerin oder Bürger draufgehen und ich bekomme gebündelt meine Services. Alles, was ich brauche, ich muss mir das heute nicht wie auf der Webseite noch zusammensuchen, sondern es ist an einer Stelle zentral und ich kann mich dort identifizieren. Das heißt, ich bekomme es personalisiert und rund um die Uhr, das ist für mich auch wichtig. Ich bin unheimlich gern flexibel unterwegs. Das heißt, ich möchte nicht unbedingt jetzt um Punkt 10 Uhr am Schalter stehen und diese Dienstleistungen beziehen. Und ich glaube, das Portal, das ist wie ein Gamechanger, der das mal alles auf eine Sache bündelt und hoffentlich dann eine ordentliche Sogwirkung hier in Bern entfacht, sodass wir ganz viele tolle Dienstleistungen da drauf bekommen.
Jetzt, ich habe schon ganz viel über Dienstleistungen und Services gehört und über Kundenzentrierung. Und Pascal, ich will dich noch fragen, was kann da die Verwaltung in Bezug auf so Kundenzentrierung, Servicegedanke, was kann man da vielleicht von der Privatwirtschaft lernen, was kann man in die Verwaltung mitnehmen? Also ich finde das ist wirklich einen guten Ansatz, dass man lernt aus dem aus kundenorientierten Dienstleistungen hier zu profitieren und mit all den Methoden, die da genannt wurden schon und die es sonst noch gibt, an die Sache herangeht. Vergessen wir aber nicht, einerseits bin ich kein Kunde der Steuerverwaltung. Ich gehe da nicht hin, weil ich etwas will, sondern die wollen etwas von mir. Das ist schon was anderes. Einerseits das und andererseits habe ich es in der Verwaltung vor allem mit Dingen zu tun als Bürger, die ich selten mache. Ich mache nicht jeden Tag irgendeinen Antrag für, weiß nicht was, eine Baubewilligung einholen oder so. Ich mache das extrem selten, bis gar nie. Ja? Mhm. Und das ist schwierig, solche Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie sofort verstanden werden. Da müssen wir vielleicht auch etwas zurückstehen und sagen, so viel Automation kriegen wir da gar nicht rein, weil, hey, der arme Kerl macht das erste Mal, ich kann das mit unendlich viel Geld und Methoden nicht so gestalten, dass die Leute das auf Anhieb begreifen, sondern da muss man es halt von Hand machen wie früher. Heißt aber nicht, dass ich nicht Technologien nutze, um auch außerhalb der Geschäftszeiten den Dienst anbieten zu können. Ja. Vielleicht sogar mit Chatbots und elektronischen Hilfsmitteln, die mal, sagen wir mal, die 95% der Fragen, die alle haben, kann man auch automatisch versuchen zu beantworten und so. Aber es ist nicht das Gleiche wie jetzt irgendwie eine Einkaufsseite von Zalando oder der Migros oder so. Ja. Es wäre noch schön, oder? Die Verwaltung wie bei Zalando. Roberto, ich will hier gerade anhängen. Wir haben ja eben gehört, es geht nicht nur um Technologie, gleichzeitig es hat viel technologische Aspekte. Was siehst du da, was ist eure Vision als Kanton in Bezug auf für den Bürger, für die Bürgerin, diese digitalen Services zur Verfügung zu stellen? Was ist eure Vision? Wo stehen wir da heute? Wo stehen wir da in 10 Jahren? Also ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die genannt worden sind. Technologie ist zwar wichtig, um es umzusetzen, aber ist absolut nicht primär und im Zentrum. Also das interessiert die Bevölkerung nicht, sage ich jetzt mal, was technologisch dahinter steckt. Also unsere Vision ist eigentlich, dass wir aus Kanton, und ich denke, das ist wahrscheinlich ähnlich bei anderen Orten, mehr digitale Dienstleistungen zur Verfügung stellen für alle, einfach und einfach verfügbar und auch einfach zugänglich. Und dass Technologie genutzt wird für das, ganz klar, aber das ist, wie gesagt, sekundär. Das Thema Kundenzentrierung finde ich sehr wichtig. Aber du hast absolut recht, Pascal hat gesagt, es ist wirklich zum Teil auch Pflichtkonsum. Also das heisst, das müssen wir nicht vergessen, dürfen wir nicht. Aber ich denke, gerade beim Pflichtkonsum, du hast ein gutes Beispiel gebracht, die Steuerverwaltung, auch dort kann man das bestmögliche Erlebnis gestalten für jemanden, der das macht. Also das heisst, wenn ich 5 Klicks arbeite und nicht 3 Stunden muss über meine Steuererklärung verbringen, dann bin ich vielleicht auch froh. Oder? Und ich glaube, das müssen wir berücksichtigen. Also wo kann ich wirklich Mehrwert schaffen, dass auch wenn es Pflicht ist, ein positives Erlebnis gestaltet. Ich glaube, das müssen wir schaffen. Und da ist die Kundenzentrierung sicher wichtig. Und da ist wichtig, dass wir mit den Menschen das erarbeiten. Und eben Technologie ist da wichtig, aber massiv im Hintergrund. Oder? Und die ändert sich ja auch ständig. Also eigentlich so den Schmerz für mich als Bürgerin so gering wie möglich. Genau. Ja, Jonathan, frischer Presse konnten wir heute lesen. Bern ist da schon sehr weit. Mhm. Bern ist Nummer 1 in der Schweiz laut Städtemonitor in Bezug auf einen bürgerfreundlichen Schalter im Online-Bereich. Heißt das jetzt Ausruhen auf den Lorbeeren oder was heißt das für dich? Also es ist sicher eine schöne Anerkennung, dass es sich eben lohnt, auf die feinen Töne zu hören. Und genau das zeichnet ja unseren Auftritt aus. Also es ist eine Analyse von den Webseiten, nicht alle Prozesse. Dass man sich bemüht, eine einfache Sprache zu wählen, obwohl wir ganz vieles noch nicht haben. Eben bündeln, zugänglich machen, erklären, Transparenz schaffen. Wir haben auch ein Eintritt, wo man mit 17 Sprachen versucht, einfach das Wichtigste überzugeben. Das ist aber auch nicht vollständig. Das kann ja auch niemand zahlen.
alles zu übersetzen. Aber das zeigt einfach, dass wir vieles haben. Und jetzt muss ich schon sagen, oder? Jetzt haben wir über die Verwaltung hergezogen, wie die so agil werden. Fakt ist natürlich, dass viele von unseren Bereichen, und sonst werden der Wert eben nicht gut, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und eben überlegen, Einwohnerdienste. Ja, ich will nicht an Schalter kommen, 3 Stunden warten. Ich kann online sagen, ich will gerne das Beratungsfenster, dann komme ich da durch. Oder dass ich irgendwie automatisch zügeln kann innerhalb des Stadtgebiets. Oder dass ich eben schauen kann, wo ist die nächste Entsorgungshof und so weiter. Da gibt es in allen Aufgabenbereichen, oder noch als Beispiel muss ich sagen, Kindertagesstätte, Plätze reservieren. Oder? Eine städtische Errungenschaft, die jetzt im ganzen Kanton gebraucht wird. Und so weiter. Das zeigt einfach, wir haben ganz viele gute Lösungen. Und ich kann jetzt sagen, auf unserer Website relativ gut zugänglich, einfach im Vergleich. Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, mit dem, von dem, was der Ansgar redet, von dem Verständnis. Und da muss ich schon sagen, Menschen leben in Gemeinden als Ärzte. Da findet fast alles statt. Da gehen meine Kinder, kommen auf die Welt, sie gehen in die Schule, ich mache alles mit, ich baue mal ein Haus und so weiter. Dass ich das auch wieder bündle, weil ich einfach jedes Mal fülle ich alles auf. Das ist zwar digital, zwar einfach, aber es erkennt mich nie, oder? Mhm. Und da merken wir, ich komme bis an einen gewissen Grad und ich glaube, das haben wir jetzt erreicht. Mhm. Und dann endet es. Und alles andere, wenn ich es wirklich will, gut machen und zusammenführen, auch für die Wirtschaft, die heute 50 Tore braucht, für alles zu bekommen, was sie will, dann braucht es einen Schritt und der geht klar in Richtung Bündelung und gemeinsame Standards in Richtung von diesem Portal, oder? Und das heisst, dass der hinten dran alles ist, weil ein Bürger, eine Bürgerin ist völlig egal, ob der Kanton zuständig ist im Strassenverkehrsamt oder irgendein städtisches ist. Es ist völlig egal. Meine Erwartung ist, ich habe ein Bedürfnis, ein Problem, das ich abwickeln kann. Und jetzt möchte ich einfach noch einmal eine Lanze brechen für all die, die zu unserer Diskussion nur schwer folgen können, weil wir es einfach kompliziert haben, oder? Ganz viele von unserer Bevölkerung, die in ihrem Alltag drin sind, die haben ganz viele Sorgen zum Meistern von ihrem Alltag, oder? Und die haben vielleicht auch einen sprachlichen Hintergrund, aus der Schwerzug und so. Die sind vielleicht in einem System aufgewachsen, wo der Staat ein Terrorregime aufzieht, einem verfolgt, wo ich sowieso kein Vertrauen habe. Und ich habe einfach die Ambition, mit denen, all das, was wir heute schon so gut haben in der Schweiz, mit diesen Möglichkeiten einfach noch deutlich besser zu machen. Mhm. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen politisch, da habe ich auch nicht Angst davor. Ich meine, wir haben tolle Lebensqualität in Bern, im Kanton, wie kann ich sagen, in der Schweiz, oder? Und wir haben es da. Wir können uns jetzt so in eine Wohlfühl-Bubble begeben und sagen, ja, es ist super, alles ist gut, wir sollen die Mehrheiten, es wird besser, wir wachsen. Ich glaube, das ist ja nicht die Ambition. Die Ambition muss doch sein, dass wir einen relevanten Beitrag leisten, auch für die Welt. Das heisst, Hausaufgaben machen, einmal mehr, auch die Menschen, die hier leben, wirklich Zugang ermöglichen. Und ich habe durchaus die Ambition zu sagen, dass wir als Stadt, übrigens zusammen mit anderen Städten im Kanton Bern, also mit Biel und Thun und Köniz, und wirklich sagen, wir haben so eine vielfältige Bevölkerung. Und jetzt wollen wir eben nicht aufhören, bei dort, wo wir heute sind. Jetzt wollen wir den Schritt weitergehen und die Datenfragen klären, den Zugang klären, mit dem Kanton die Harmonisierung auch, ich sage jetzt bewusst zu zwingen. Und nicht, weil wir nicht wollen, tun wir nicht. Sondern wir machen das jetzt zusammen auch als Gebot der Stunde. Und dieser Preis ist jetzt nicht für das alles, was ich jetzt erzählt habe, sondern ist mehr eine vergleichende Arbeit. Und ich stelle auch fest, alle grossen Städte sind am gleichen Ort. Mhm. Und das ist die zweite grosse Freude. Mhm. Alle Städte sind unterwegs, haben genau die gleiche Rolle. Und das freut mich, weil ich bin sicher, wir haben nicht nur so eine vertikale Logik, wir haben auch eine horizontale. Mhm. Und was in Bern vielleicht geht, das geht ja in Zürich. Und was in Basel super ist, das will ich auch in Bern. Und das ist alles öffentliches Geld. Wir waren schon bei den Steuern gesehen. Es versteht auch niemand, warum die 2'500 Gemeinden der Schweiz alles selber finden. Das ist alles Steuergelder verbrannt. Also die wir doch auch teilen, was die Errungenschaften sind, und haben Freude am Teilen. Mhm. Und das, für das treten wir an. Und das ist auch unsere Ambition für Offenheit. Mhm. Sehr schön, merci Jonathan. Und du hast schon vieles erwähnt, zum Beispiel eben die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Städten, den Austausch von Wissen schweizweit. Vielleicht Ansgar, ihr seid ja auch wirklich schweizweit unterwegs in verschiedenen Verwaltungen. Gibt es da was, wo die Stadt Bern noch lernen kann von anderen? Oder ist Bern eigentlich eben, wie dir der Städtemonitor zeigt, schon ein absoluter Vorreiter? Ja, ich denke, aus so einer Position darf man sich niemals ausruhen. Also das dürfte ich jetzt hier nie sagen. Ich glaube, es gibt ja, schweizweit ist ein Thema. Es gibt ja auch den internationalen Blick. Da werden immer die gleichen genannt. Kanada, Dänemark, die estnischen Länder und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was Jonathan gesagt hat, dass wir ganz bestimmt von diesen
anderen Organisationen oder Ländern lernen, weil das muss unser Anspruch sein, dass wir hier die besten Sachen einfach hier in Bern zur Verfügung haben. Also das muss der Anspruch sein. Ja. Und das andere, was auch schon angesprochen wurde von dir, aber auch von Jonathan, ist eben genau diese Datengrundlage über die verschiedenen Stufen hinweg, den Stadt, den Kanton, den Bund. Ist das die große Herausforderung in der Schweiz, auch mit dem föderalistischen System? Braucht es da mehr Vorgaben von oben? So läuft es? Oder wie kommen wir da einen Schritt weiter? Also es gibt ja da viele gute Initiativen dahin, dass man eben diese zentralen Datentöpfe aufbaut, die auch über die föderalen Stufen zur Verfügung stellt, sogenannte Stammdaten. Und dann kommt gleich dieses Riesen-Buzzword mit Once Only, was natürlich wichtig ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil. Ein wichtiger Teil ist aber auch zum Beispiel, dass das, was jetzt der Kanton an Bemühungen hat oder auch der Bund, dass diese Dienstleistungen, die dort existieren, eigentlich auch in den verschiedenen Portalen oder Zugängen für alle möglich ist. Das heißt, nur weil ich jetzt im Kanton Schwyz lebe, bekomme ich vielleicht irgendeinen Service nicht, nur weil die Verzahnung und die Integration nicht funktioniert. Und ich denke, das sind so verschiedene Herausforderungen, wo es auch verschiedene Ebenen, Initiativen gibt und Strukturen, die das auch jetzt sicherstellen sollen. Ich habe da momentan ein gutes Gefühl. Roberto, wie siehst du das? Könnt ihr auch für die Stadt zum Beispiel die Voraussetzungen schaffen, dass ihr Bern-Portal funktioniert? Was könnt ihr als Kanton dafür auch beitragen, dass das eben die Stadt Bern der digitale Vorreiter ist? Also das können wir sicher gemeinsam mit der Stadt Bern, aber auch mit anderen Gemeinden definitiv. Oder? Also wenn wir zusammen reden, uns austauschen und uns über die Anforderungen, die es braucht in gewissen Bereichen, zum Beispiel beim Zugang, wie wir den für alle einheitlich können schaffen können und dort uns einig sind, dann können wir den auch gemeinsam nutzen. Und das soll ja das Ziel sein. Also, du hast es vorhin auch ein bisschen erwähnt, oder? Das Thema ist von mir aus gesehen Interoperabilität. Das ist wieder ein Unwort, oder? Aber das zusammen austauschen, die Daten sollen einfach austauscht können werden zwischen den Systemen, der Wart. Jeder hat zwar seine Unabhängigkeit und gleich funktioniert. Also wenn wir sie austauschen, passen sie eben zusammen, dann passiert nicht das, dass es nicht geht. Und dann können wir gleich medienbruchfrei schaffen. Und jeder kann seine Unabhängigkeit wahren, aber gleich, es gibt gewisse Themen, eben der Zugang, habe ich gesagt, gibt sicher auch andere, wo man kann sagen, das macht Sinn, dass wir das gemeinsam erarbeiten und schaffen dort einen neuen Standard für alle, damit wir das nachher nutzen können. Jonathan, hast du das Gefühl, ihr Stadt, Kanton seid gut synchronisiert? Habt ihr die gleiche Vision, die gleiche Strategie? Oder? Also ich bin sicher, dass wir uns in diesen Grundzügen sehr gut verstehen. Oder? Der Roberto hat gesagt, es ist möglich und wir sollen. Und ich sage, es ist zwingend. Oder? Es ist wie das Nächste, was ansteht. Und wenn wir das nicht schaffen, bin ich wieder bei meinem Schmiedefeuer, oder? Es ist so einfach offensichtlich, dass wir jetzt diesen Schritt machen. Und ich glaube, das wollen wir alle zusammen. Und das Schöne ist, wenn wir das auch schaffen, befreit das im Kopf ganz fest. Und es ist immer so, oder? Wenn es gelingt, wirklich eine erste konkrete Basis zu schaffen, und es sind nicht so viele Themen, die wir harmonisieren müssen, das ist das Schöne, dass daraus auch ein Spin von Kooperation und Kollaboration entsteht, weil wir eigentlich vielfältigste Verwebungen über die Ebenen hinweg. Und da bin ich sicher, das ist das Wesen von jeder Organisation und auch von Bürokratie, Privatwirtschaft genau gleich, dass ohne einen gewissen Aufbruch natürlich auch der Wandel nachher zieht. Und darum sage ich noch eine andere Facette, wir haben jetzt ganz viel über die Bevölkerung geredet, über die Wirtschaft. Ich meine, es sind jetzt gerade 5'000 Leute für diese Stadt engagiert. Genau jetzt, oder? Und diese 5'000, das sind ja genau die, wie die 15'000 beim Kanton, die uns jeden Tag das Leben ermöglichen. Und ich finde es wahnsinnig privilegiert, jetzt eigentlich auch zu laden, auf die Reise zu gehen. Und ich bin auch sicher, dass unsere Politik eben sagt, und wir wollen jetzt auch diesen Zusammengang. Und ich weiss das von unserem Gemeinderat, dass der das will, das Portal zusammen machen, einfach die Grundzüge. Und ich weiss das auch vor, dass die Legislative das wird wollen. Und darum habe ich das Gefühl, mehr Bekenntnis auf dieser Ebene, das ist fast nicht möglich. Und darum werden wir das schaffen. Also ich freue mich sehr jetzt auf die nächsten Jahre. Und den nächsten Jahr am Digitaltag tun wir dann hier sagen, wie toll das mit so einem Weg sind. Also ich glaube, da müssen wir uns eben auch. Und darum machen wir auch den Digitaltag. Wir wollen uns auch messen am Fortschritt. Ja. Und nicht nur schöne, ja, tolle Zugänge. Das ist es nicht. Es muss auch vorwärts gehen. Oder sonst müssen wir erklären, warum das nicht geht.
Also wirklich konkret, dass wir nächstes Jahr Erfolgsbeispiele bringen können. Du hast schon ganz viel erzählt, Kollaboration, Kooperation zwischen Stadt, Kanton, aber auch bei euren 5000 Mitarbeitenden. Und wir haben vorhin ja auch das Thema angesprochen, Hermes, wie agil ist das? Und Martina, ich möchte eigentlich dir die Frage stellen, du bist ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, aus so einem kleinen, agilen Webagentur, eben nicht die 5000, sondern die 15 Mitarbeitenden oder 20? 20. Und was ist für dich die Herausforderung, mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten? Ist es mehr das Technologische, die Daten, oder ist es eben auch die ganze Kultur, dieses eben weniger Agile? Wir haben auch schon von einem Zuschauer gehört, Hermes ist agiler geworden, also Hermes ist auf dem Weg. Aber ist das eine große Herausforderung in der Zusammenarbeit? Nur noch schnell zu Hermes, aber es gibt wie verschiedene Zertifizierungen und es gibt jetzt auch neues Hermes, das agil ist. Genau, aber das Projekt, das wir machen, ist eben nicht, fällt nicht unter die agile Hermes-Zertifizierung. Eben, ich glaube, also Technologien sind meistens nicht Herausforderungen. Also Technologie muss man sich halt wie so ein bisschen vorstellen. Es ist wie eine Sprache, die man muss lernen muss. Und grundsätzlich ist es aber wie so, dass unsere Leute dazu ausgebildet sind, diese Sprache zu lernen, auch im Rahmen von einem Projekt. Und von dem her ist es mehr, dass man sich am Anfang wirklich auch mega gut findet und dann wirklich so ein bisschen das Projekt-Setup, eben die gute Zusammenmischung oder das gute Zusammenspiel zwischen eben dem Wasserfall und aber auch dem Agilen kann festlegen und dann so eigentlich ein erfolgreiches Projekt sicherstellt. Und eben bei uns ist es jetzt einfach so, dass wir wie so gewisse Eckpfeiler haben vom Hermes und dass wir aber innerhalb von dem dann aber recht viel Spielraum haben. Und durch das funktioniert es jetzt eigentlich sehr erfolgreich und also macht auch mega Spass, das Projekt. Ja. Sehr schön. Pascal, ich möchte auch dich noch mal fragen. Organisation ist ja auch deine Expertise. Damit es eine digitale Verwaltung gibt, braucht es auch eine kulturelle Transformation in der Verwaltung oder reicht es einfach eine digitale Transformation zu machen? Also die Erkenntnis, oder, die wir haben über den Erfolg von Veränderungen, das deutet eindeutig darauf hin, dass es ein Miteinander ist. Die Hebelwirkung von der Implementation von Technologie an sich ist recht gering. So Langzeitstudien sagen, ich kann etwa 2% Effizienz rausholen, wenn ich nur Technologie implementiere. Ich kann mit einer geschickten Reorganisation, mit der gescheiten Organisation und Arbeitsteilung eigentlich viel mehr rausholen, bis zu 10%. Und wenn wir jetzt beides synchronisieren, dann gibt es eine Multiplikation, dann gibt es eine Produktivitätssteigerung um 20%. Das zeigen so Langzeitstudien. Nachher muss man immer den konkreten Fall anschauen. Ich bin nicht so ein Freund von direkt auf Kultur hinsteuern. Ich glaube, Kultur ist ein Ergebnis und nicht eine Massnahme. Absolut. Und darum, ja, finde ich, eine Strategie, oder? Eine Strategie haben ist wichtig. Und eine Strategie, und das finde ich schön übrigens in Bern, wenn ich das jetzt miterlebe, besteht von mir aus zwei Teilen. Das eine ist eine normative, eine Willensäußerung. Und das ist eine Bewegung, das ist ein Movement. Das ist oder? Und möglichst grassroots, möglichst aus der Bevölkerung raus, aus den Mitarbeitern von der Verwaltung raus und so. Und nicht von irgendwelchen gescheiten Beratern oder Wissenschaftlern oder Chefbeamten oder Politikern. Das muss eine Grassroot-Bewegung sein. Das war übrigens auch der Erfolg von Estland. Oder? Das war wirklich ein Movement, das von der Basis gekommen ist. Willensäußerung. Und auf der anderen Seite ist es ein Plan. Was machen wir? Und das sind die vielen Projekte und die Vorgehensweisen und so. Oder? Und dort darf man einfach nicht vergessen, erstens, oder, es kommt anders. Und zweitens, als man denkt. Oder? Also müssen wir irgendwie flexibel sein. Oder? Und auch nicht vergessen, wir sind in einer absoluten Anbietermarktsituation. Wir haben die Leute gar nicht in der Schweiz. Also bei der AWK und bei uns arbeiten ein Haufen Leute, bei euch arbeiten auch ein Haufen Leute. Aber wir haben im Fall die Leute nicht, um zu viel miteinander anlangen. Was passiert nachher? Wir haben Dilettanten in dem Projekt, oder? Weil man quasi, ja, der Markt ist so trocken, oder? Also, lieber ein bisschen weniger machen und das Schritt für Schritt und agil und sorgfältig, oder? Als zu viel auf das Mal wählen. Sonst fliegt es um die Tore, nur schon, weil man einfach, ja, kannst nicht am Gas ziehen, dann wächst es nicht schneller, oder?
Ja, wir haben gehört, wir müssen unsere Efforts bündeln. Und wir haben aber auch schon gehört, Jonathan möchte gerne nächstes Jahr ein paar Erfolgsstories am Digitaltag haben. Roberto, ich möchte von dir gerne hören, was dürfen wir für Erfolgsstories nächstes Jahr hier präsentieren? Was passiert in den nächsten 12 Monaten? Ja, das ist die Kristallkugel. Ja, also, ich hoffe ganz fest, dass wir das Gesetz Digitale Verwaltung wirklich verabschiedet haben und hoffentlich schon eingeführt ist nächstes Jahr. Also, weil das die Basis legt für unser Tun, für dass wir wirklich konsequent digitalisieren können. Für mich wäre das ein grosser Erfolg. Wir sind dran, ich hoffe, es kommt gut. Wir arbeiten an den Grundlagen der Daten, die wir auch brauchen, um zu wissen, wie kann ich möglichst effizient auf Daten zugreifen, unter dem Einhalten von Datenschutz und Sicherheit und so weiter. Das ist klar, aber dass wir wirklich schneller zu Daten kommen und so Dienstleistungen auch wieder optimieren können. Wir haben vorhin ein paar Sachen gesagt. Ich bin überzeugt davon, wir werden verschiedenste Dienstleistungen optimiert haben auf diesem Weg. Miteinander hoffentlich auch gewisse Sachen mit den Gemeinden, aber auch mit dem Bund. Also da sind wir auch um die Organisation aufgefahren, Digitale Verwaltung Schweiz. Also mir denkt, das Jahr, das nächste Jahr, das sind so wirklich so Grundlagenjahre, wo wir wirklich so die Basis gut legen können, damit wir nachher boosten können, sage ich jetzt einmal. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, ohne jetzt konkret wollen zu werden. Sagen wir es mal so. Genau. Also wir hören viel Grundlagenarbeit noch vor uns. Ich glaube, die Frage stelle ich dir nächstes Jahr nochmal. Dann erzählst du uns, was konkret passieren wird. Ja, wir sind eigentlich schon am Ende angelangt von unserer Runde. Ich bedanke mich herzlich bei euch, dass wir gesehen haben, welche Herausforderungen gibt es in den vielen Daten, in den Strukturen, die bestehen. Aber auch, wie können wir wirklich für den Bürger, die Bürgerin einen Service machen, der sie weniger schmerzt, der sie weniger mühsam in der Interaktion mit der Verwaltung sein lässt. Und dann bin ich gespannt, wie wir nächstes Jahr berichten können, was schon passiert ist. Merci euch. Merci. Danke.